haben wir das jetzt so gemacht. Wir fangen jetzt die Wärme, die einfach nach oben weggehen würde, in diesen Terrakotta-Topf und haben jetzt mehrere Heizelemente, die es uns gleich schön warm werden lässt. Wir haben einmal ja hier das Schamotterrohr, was die ganze Wärme der Flamme aufnimmt und das, was an Abgasen hier oben praktisch entsteht, fängt sich in den Topf. Das Loch, was hier am Topf ist, ist groß genug, um die Restwärme weggehen zu lassen. Und wir können jetzt hier wunderbar in einigen Minuten unsere Hände wärmen und haben jetzt in unserer Körperumgebung die Wärme gefangen. Ja, hier steht warm jetzt. Wunderbar. Ja, ja. Ne? Also ganz klasse. Geht los. Und das gehört zum Kapitel, was kann man mit dem Merlin-Ofen noch machen. Also wir haben jetzt hier wirklich eine fantastische Heizgelegenheit gefunden, um die Wärme sozusagen in der Höhe zu behalten, die für uns angenehm ist. Würde man das jetzt in einem Raum oder in einer Garage machen, dann wäre ja die Wärme unter der Decke verschwunden und würde dann abziehen und so bleibt die Wärme eben nochmal für eine gewisse Zeit in Körperhöhe und Nähe. Und auch wenn die Sonne hier scheint, was waren jetzt gerade die Außentemperaturen? Also wir haben jetzt, ich habe in die Luft reingemessen, wir haben 30 Grad minus. Ja, da wo die Flugzeuge fliegen. Und jetzt hier in unserer Umgebung? Ja, haben wir jetzt. Also lass mich mal gucken, ob ich das Ding auch bedienen kann. Also hier sagt er 2,6 Grad. Also für mich reicht es, ja, dass ich kalte Finger habe. Mal gucken, was der Boden vielleicht noch sagt. Gut, also da ändert sich nichts, das liegt um 2 Grad. Aber wir hatten gerade eben auch noch ein bisschen Wind und das macht das Ganze dann gleich wieder sehr viel angenehmer. Aber, liebe Freunde des Merlin-Ofens, wir haben hier eine wunderbare Heizung aufgebaut und hoffen, dass euch das genauso viel Spaß macht wie uns. Eine weitere Anwendung und euch noch viel Spaß. Ja, wünsche ich auch. Wir werden uns erstmal die Finger setzen. Thank you.